Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Wir gehen heute zusammen auf die Scorpion Challenge. Das bedeutet ja, ihr kennt das sicherlich. Wer die Scorpion Challenge nicht kennt und nicht weiß, wie sie funktioniert, die erste Folge ist verlinkt. Und zwar habe ich meine Klasse jetzt mal ein bisschen umgewechselt sozusagen. Und zwar hatte ich vorher die M8 drin, aber ich nehme lieber die KN, weil ich da nur zwei Aufsätze brauche. Und dann kann ich Plünderer noch einpacken, weil Plünderer ist doch sehr wichtig dafür. Und ihr wisst ja, nach jedem Kill wird dann einmal die Waffe gewechselt, dank des Perks Overkill. Und ich würde sagen, gucken, ob wir die Nuklear heute schaffen. Let's go. So Leute, Combine, erster Versuch, KN, habe ich lange nicht mehr gezockt, die Waffe, Mann, ohne Witz, aber hat eigentlich immer einen guten Dienst geleistet, wenn man sie gespielt hat. Deswegen, ja, es ist so ungewohnt, wenn man Double Tap, dass man zwei verschiedene Waffen dabei hat, aber es ist irgendwie auch nice. So, gucken wir doch mal, ob wir das jetzt hier hinbekommen. Wir müssen auf Combine eigentlich so vorsichtig sein, das ist eigentlich wirklich krank. So Angst hier, ne? Als ob hier noch keiner ist, Mann. Oh mein Gott, Alter, wie der hier gewartet hat. Okay, einen Kill haben wir. Nein, das war meiner, frech. Okay, hier kommt einer. Oh, muss das sein, Digga? Musst du eine Shotgun spielen? So, okay. Ja, einige haben geschrieben, letztes Mal, du schaffst auch nicht mal so eine Nuklear. Stimmt aber nicht. Immer wenn ich spiele, mache ich eigentlich welche. Das Ding ist halt, wenn ich sie hochlade als nachkommentiert, juckt es keinen so. Nachkommentierte Nuklear sind echt, juckt wirklich keinen mehr heutzutage. Ist einfach so. Kriegt am wenigsten Klicks auf dem Kanal, deswegen werde ich auch nicht machen, also. Ich werde halt. Okay, da oben kommt einer. Habt ihr den? Ich habe jetzt einen Kill mit der KN gemacht, ne? Ja. Oh, das ist so eine Lobby, wo checkt man wieder nicht, wie das hier, wo die hier laufen und so, Mann. Ja. Ja, okay, Leute, ich komme noch gar nicht ins Match. Ich komme noch gar nicht ins Match. Aber das kann sich noch ändern. Man hat ja genug Punkte. Aber zwei Shotgun, Leute, das macht mir so Angst. Eine Drohne, das ist schon mal nice. Gut gemacht, Teammate. Guck mal. Die schaffen wenigstens eine Drohne. Was hast du für eine Waffe, du Holzkopf? Habe ich jetzt wenigstens zwei komplett angeschossen, ja? Ja, okay, nice. So, einen habe ich. Zwei. Jetzt wird's wieder eklig. Oh Gott, oh Gott. Uiuiui. Manchmal bockt's aber auch übelst. Vor allem jetzt gerade. Wenn jetzt von hinten nichts kommt, habe ich hier eigentlich eine gute Position. Oh Gott. Shotgun. Oh Gott. Hinter mir. Oh! Ich muss ihm auch, man darf nie vergessen, welcher Waffe man den nächsten Kill machen muss. Das ist das ekligste Gefühl überhaupt. Ich habe keine Kugelweste, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Bist du noch hier? Ne, bist du nicht. Okay, scheiße. Ich brauche einen Hater jetzt. Kommt einer außen? Ne, die kommen alle innen, Alter. Der Kampffokus hat sich richtig gelohnt. Gib mir einen Kill noch. Scheiße. Okay, komm. Zwei Kills zum Hater. Das wäre jetzt auch gut. Das wäre richtig big. Komm her. Kommt hier einer? Komm schon, komm einer. Hier ist ein C4. Vielleicht passen die hier auf. Ja, du hast wahrscheinlich. Oh, Teammate hat Hater. Nice. Das ist gut. Das ist sehr gut. Guck mal, jetzt habe ich den nächsten Kill, muss ich hier mitmachen. Hast du es gecheckt? Ne, hast du nicht. So. So, das war jetzt dumm. Ich hätte erstmal die KN nachladen, aber VMP muss ich den nächsten Kill trotzdem mitmachen. Nein, Leute, was ist das für ein Frechfratz? Ach, egal, okay. Wir können es immer noch schaffen. Und wenn nicht, dann kann ich wenigstens mich vorbereiten. Also, da muss ich sagen, Respekt, Mann. Den hat er echt gut geworfen, Leute. Den hat er gut geworfen. Okay, so. Nein, Leute, was soll ich machen? Okay, wir müssen jetzt erstmal uns eine gute Position bringen und dann den Hater raushauen. Okay, die sind alle hier unten, wa? Ach, guck mal, Leute, wieso spielst du denn so, du Hurensohn, Mann? Digga, er gibt da alles im Headglitch, Mann. Würde mir nie einfallen. Jetzt komm, Digga. So, eins haben wir, dann holen wir uns den hier. So. Also, es bockt auch manchmal, muss man sagen. Man muss das nachladen, immer managen, Leute, das ist so wichtig. Aber jetzt ist KN angesagt. Guckst du bitte. Ja. Ja, jetzt kommt, kann er mich mal nicht sofort töten. Seiner Drecks Shadowclaw, Alter. Digga, Mann, was fällt den Leuten eigentlich ein, was die für Sachen benutzen? Hauptsache, auf der KN ist der Griff halt echt nicht so wichtig anscheinend. Nein, ich bin. Oh, 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 ja, Digga. Ja, also, ich muss sagen, ich wusste, dass Combine nichts wird, weil Combine ist. Keine Ahnung, das ist zu schnell, die Map einfach. Was willst du da machen, Alter?
Allein jetzt hier oben reinzugehen, ist so gut wie unmöglich, die Waffe dazwischen zu wechseln, wenn ich jetzt einen Kill mache. Ich versuche jetzt hier den zu holen, Waffe zu changen. Ja, jetzt müssen die, jetzt kommen die von hier und wie soll ich... Ja, du kannst mich vielleicht einmal retten. Ja, er zündet da sowieso die ganze Welt anscheinend gerade an. So, wieder wechseln. Das Ding ist, das ist ein bisschen zum Üben so von der ganzen Materie, dass man das nicht unterschätzt, wie das mit dem Waffewechsel funktioniert. Ah, okay, Leute. Also ihr seht schon, man muss da so viele Sachen auf einmal beachten. Deswegen ist es auch nicht so leicht. Aber ich habe gesehen, ein paar haben es schon geschafft. Also ein paar haben es wirklich schon hingekriegt und so. Ich würde sagen, diese Runde hier brauchen wir eigentlich nicht zu Ende zu spielen, weil bringt doch eigentlich nicht viel, oder? Ich meine, obwohl doch, scheiße, ich spiele jetzt schon eben schnell zu Ende und dann... Alter, das ist auch so eine Lobby. Hier unten ist einer. Ah, oh, Kinetic-Rüstung. Egal, aber das System, wie es funktioniert, ist eigentlich ziemlich klar, denke ich. Und, ja, was kann man hier zum Beispiel machen? Hier kann man einen holen. Das ist so traurig irgendwie. Man weiß so, man kriegt eigentlich mehr vom Kuchen, als man dann eigentlich doch kriegt. Aber dann ist es halt so. Das heißt, Leute, macht es alle nach. Schickt es gerne, ladet es hoch. Ich gucke mir vieles davon an. Ich habe mir schon vieles angeguckt, auf jeden Fall. Okay, kann ich den noch mitnehmen hier, einen von denen? Die drehen sich nicht um, oder? Nee. Das ist so eine Situation, wo man es hasst. Ja. Digga, hat er mich gerade vergessen, oder was? Okay. Wie konnte der Typ mich eben eigentlich holen? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Oh mein Gott. Ja, Leute, jetzt war 28-8, aber unser Teammate hat natürlich auch mit seinem Geist und so halt viele Kills geklaut. Aber sonst ist die Lobby, glaube ich, ganz nice dafür. Ich würde sagen, hoffentlich kommt es eine andere Map, aber es wird wahrscheinlich sowieso nochmal Combine, oder? Ich weiß nicht. Na, mal schauen. Let's go. So sieht jede Lobby aus, Leute. Ich habe mit 2,7er KD mit Abstand der höchste von allen, aber so 1,6er KD, das kann einem das Leben auch so hart machen. Es ist jedes Mal so, dann sitze ich hier und warte. So, gucken wir uns mal die Aufteilung an. Diese Hype-Leute, diese Prestige-Masse sind im Gegnerteam. Toll, das sind auch die höchsten und raus. Und so läuft einfach ein ganzer Tag beim Scorpion Plays Video. Das ist so belastend, weil ich will ja, wenn schon Lobby, wo es auch einigermaßen möglich ist. Guck mal, das hier sieht doch besser aus. Auch nicht Nuke. Ja, wahrscheinlich wird das Haus auf Nuketown, oder? Ja, wieder zwei dabei. Einer, Kurt Assassin. Der Rest ist echt schlecht. Der Rest ist unnormal schlecht. Naja, gut, dann spiele ich mal die Runde Nuketown. Danach nehmen wir einfach die Map, die dann kommt. Die Map war echt scheiße und ich habe absolut kassiert. Aber wir haben jetzt Combine nochmal bekommen. Nach Nuketown ist ja Combine fast schon eine riesige Map. Ist ja riesengroß, möchte man fast schon sagen. Naja, okay. Also probieren wir es mal aus, den Hasen. Das Häschen Dynamo Ficker 88 ist im Gegnerteam. Ey, ich liebe diese Namen so, Alter. Irgendein Wort und dann einfach Ficker. Oh mein Gott, Alter. So, also. Combine. Ich habe echt lange keinen Pubs mehr gezockt, so. Deswegen muss ich mir erstmal überlegen, wie die Laufwege von den Gegnern nochmal sein werden. Beim Balkon kann man sich schon mal einen absneaken, der wird aber auch direkt das gleiche versuchen. Boah, okay, ohne Griff ist auf Range echt schwierig, aber wir haben ihn. Jetzt, ui! Okay, gut. Hier könnte immer einer sein, deswegen rausrutschen, aber den Tipp gebe ich euch auch zum 100. Mal. So, nachladen. Jetzt kann man schon mal ein bisschen rausgucken, weil... Ja, hier kommen die. Hoch, hoch, hoch. 50 Punkte nehme ich mit. So, okay. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Ich hätte ihn doch so Body shooten müssen, Alter. Digga, was war das gerade? Holy shit, was war das gerade? Hater würden sagen, das ist fake, Leute. Ich würde sagen, der Typ hat das. Der Typ schon wieder. Nein! Er hat die Nate geschmissen! Aber die Runde werde ich sowas. Okay, die Runde werde ich aber aus einem ganz bestimmten Grund trotzdem verwenden. Du Frechfratz! Stirb! Okay, einer war hinter mir. Und zwar der Turn-On war ja. Oh Gott, du hast Overdrive, du bist so schnell. Leute, das ist das Problem, Mann, ohne Kugelweste, Digga. Da wird mir der Kampffokus einfach gestohlen, bitte. Zeig mal die Spots, die er hat. Ja, das ist gut.
That's good Call of Duty, mate. That's good Call of Duty. Ah, ja, Digga. Oh, der Turn-on, Leute. Leute, ich komm grad echt nicht klar. Sorry, Mann. Ich komm nicht klar, Digga. Ohne Scheiß. Das war echt lecker. Lecker. Nein. Wen nehme ich denn? Nehme ich den hier. Komm her, Digga. Oh, ich werd so. Ja, was so. Du kannst halt wirklich, das ist das Problem bei Combine, das ist so klein die Map und wenn dann halt zwei kommen, was willst du dann machen? Du musst die Waffe in der Zeit wechseln. Jemand hat zu mir gesagt, dieser Black Sniper, auch ein COD-YouTuber, das war nur ein Kill, ne, ja. Hat gesagt, das ist von der Schwierigkeit gerade ungefähr wie in Nuked Out, hat er gesagt. Und in Black Ops 3 ist in Nuked Out heller schwer, weil hier frei für alle ja, nur noch Pro-Gamer sind hier anscheinend frei für alle zugelassen. Das war der Schluckspecht des Jahres da hinten gerade. Alter, ich komme nicht klar. Oh Mann, er hat einen Shotgun, Digga. Der eine geht boxen, Digga. Er macht gleich einen Quadfeed mit Boxhandschuhen, Mann. Wie lange hast du dieses Auto schon, Digga? Länger als ich den Benzer und das ist schon echt eine lange Zeit. Weil ich mir leider nicht jeden Monat ein neues Auto rauslasse. Boah. Wie dumm bin ich, dass ich den Kampffokus dann raushole, Leute? Ja, ihr seht schon, also ich denke, nuklear wird heute nichts, aber es ist ein sehr unterhaltsames Video. Es gefällt mir übelst gut, einfach vom Spaßfaktor her so. Also, ist halt heute ein bisschen funny gewesen, aber. Oh, Alter, Digga, die haben alle eine 07er KD, die sind aber alle gut. Hier kommen ja die Nades across the map, das ist ja nicht mehr witzig. Ich nehme die auch wieder viel zu wenig ernst. Leute. Okay, jetzt kommt einer. Oh ja, aber diese. Leute, seht ihr das? Ich slide rein, Nate kommt. Ich laufe nah an ihn, Shotgun, ich bin weit weg, Sense. Kann man noch ein bisschen mehr Pech haben? Die Gegner haben alle, ich möchte es mal wiederholen, eine höchstens 08er KD und ficken uns tot. Und das ist ein Assist! Wer will mich hier ficken? Willst du mich ficken mit deinen Boxhandschuhen? Der wäre auch fast nicht gestorben. Nein, ich muss weg. Shotgun! Doch, lass mich in Ruhe. Oh. Gott, Leute, seht ihr, wie anstrengend das ist, weil die Gegner solche Waffen benutzen. Sei bitte noch mehr Easy Read, Alter. Boah, nachladen. Ich sag Easy Read in Public. Ich bin so richtiger Spaß. Und warte, jetzt aber nochmal. Hier die. Geht nochmal. Hater, holen wir uns jetzt. Oh Gott. Oh! Holen wir uns aber einen Hater. Nein! Ich Idiot. Ich hab die Waffe nicht gewechselt. Seht ihr, Leute? Das meine ich. Das meine ich, Leute. Da war der Denkfehler einfach back am Start. Okay, die haben eh eine Konterdrohne. Da war der Denkfehler back. Oh, nice, aber die geiern wir anscheinend. Das ist cool. Dann kann ich auch ein bisschen üben hier mit Hater. Alter, das ist wirklich die schlimmste Lobby der Welt, Leute, ne? Ich wurde noch nie so gefickt von Noobs, wirklich. Aber egal, der Turn war, hat alles. Guck mal, der macht's schlau! Der macht's einfach schlau! Aber er ist schon wieder. Oh! Das war aber schon wieder derselbe Typ, Digga. Da ist er wieder. Ja, das war dumm. Ich hätte Dingens behalten müssen. Dynamo-Ficker. Okay, Leute, ihr seht meine letzten beiden Videos jetzt hier eingeblendet. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall gerne ein Like für das Video da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, ich schaffe die Scorpion Challenge. Genauso wie heute. Aber eigentlich läuft es, also ich lerne dazu auf jeden Fall. Vielleicht können wir es jetzt sogar noch gewinnen. Nee, okay, das war's. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.